Leute und willkommen zu der neuen Folge von FIFA 14. Heute geht's gegen Hannover 96, gegen die Lieblingsmannschaft von Aaron-Shooter HD. Könnt ihr natürlich auch mal vorbeigucken, weil der ist auch gut. Oder auch so ein geiler Kanake wie ich. Und ja, jetzt gehen wir erstmal in die Ausstellung rein. Ich würde sagen, Parker, der spielt mal wieder heute. Heute wieder die Doppelspitze mit Parker und Lasogga. Sollte hoffentlich mal wieder rappeln in der Kiste, würde ich sagen. Ja, ich wollte auch gar nicht weiter quatschen. Mir ist gerade halt eben noch was aufgefallen. Und zwar haben wir nicht das Ziel der Champions League in dem Viertelfinale reinzukommen oder zu erreichen, sondern in der Europa League. Sprich, wir sollten Dritter werden und dann in die Euro League gehen. Anscheinend hat das FIFA da, also beziehungsweise EA hat das wahrscheinlich so dann doch geregelt, dass man, wenn man Dritter ist, dann in die Euro League kommt. Die ja hier nicht lizenziert ist, wie die Champions League auch. Aber dafür sind die meisten anderen Vereine lizenziert, was richtig geil ist. Nicht so wie Pro Evo, ne? Aber das sollte uns jetzt erstmal nicht stören. Wir spielen hier FIFA und nicht Pro Evo, sondern es geht jetzt erstmal gegen Hannover 96. Wir können mal wieder nicht in Rot-Weiß spielen, dann müssen wir wieder so spielen. Ich hasse dieses. Ich weiß nicht, irgendwie bringt mir das Auswärtstrikot von Mainz überhaupt kein Glück, deswegen. Ja, okay. Wir müssen dann halt so spielen, auch gut. Dann hoffe ich mal, dass uns kein Fluch oder so auferlegen ist. Dann spielen wir einfach mal so, wie es ist. Bayern gegen Bremen, auch schön. Hamburg gegen Freiburg, Schalke gegen Köln. Frankfurt gegen Nürnberg und Hoffenheim gegen Hertha. Das sind die anderen Partien. Mit dem Heimo-Wasserschneider Schiri, mal gucken, wie das so ist. Ich habe auf die Schiris eigentlich noch nicht so wirklich geachtet. Und schön. Schön gemacht von Lasogga. Ja, gut pariert von Zieler müsste es sein, wenn nicht ist das ein anderer. Ist auch logisch. Na egal, wir machen dann erstmal weiter. Haben wir ja auch aktuell so Top-Torschützen mit Lasogga, der 9-mal getroffen hat. Und ja, dann geht es los. Mainz wie gewohnt auswärts von rechts nach links gegen Hannover 96. Ruhiger Beginn von den Mainzern. Die spielen sich jetzt erstmal hier ein bisschen warm. Ein paar Querpässe. Dietmeier mit dem langen Ball auf Younes. Flagge von dem und in der Mitte steht keiner. Beziehungsweise da kommt keiner ran. Schön gemacht von Zimling. Schön gemacht von Baumgartlinger, aber Spielbach hat aufgepasst und holt sich die Kugel für Hannover wieder. Das Co haben wir da. Subiech. Und Baumgartlinger mit einem super Einsatz. Schön. Kein Freistoß. Schade. War eigentlich ein Vorspiel oder Vorteil. Ich dachte, das geht doch noch. Geht sich da noch aus. So, Sobiech gegen Rüdiger. Rüdiger, der jetzt aktuell auch mehr so in der Stammmannschaft spielt und Platten hat, der da super aufgepasst hat. Im Duell gegen Sobiech. Sakai verliert die Kugel gegen Parker. Parker schafft es dann noch irgendwie, den Lasogga anzuspielen. So, Okazaki, der ist jetzt durch. Kann einfach mal draufhalten und Zieler hält die Kugel. Bagagnoli. Das kann der Pass auf Prip. Schmiederbach. Wird da attackiert. Spiel wieder zurück auf Bagagnoli. Der mit einem weiten Ball nach vorne, aber die Innenverteidigung ist da auf die Posten. Okazaki spielt gerade mehr in der Mitte. Die Hannoveraner kommen da nicht wirklich so raus. Müssen weite Bälle spielen, um über die Mittelfeldlinie da zu kommen. Schön gesehen von Parker, der sieht da Younes, der läuft. Flanke von ihm und Lasogga, der kriegt die Kugel nicht gedrückt. Schade. Zieler, der glaube ich nach dieser Saison ablösefrei zu haben ist. Oder noch ablösefrei zu haben ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall läuft der Vertrag von ihm aus. Spielerbach. Und Baumgartlinger, der wie gewohnt seine Nummer da schiebt, sprich die Bälle einfach mal so erobert. Parker allein vom Tor, der macht es! Sean Parker! 1:0 und
Ich glaube, er hat jetzt seine Form wieder gefunden. Aus der letzten Saison. Da hat Pocognoli überhaupt keine Chance, den da irgendwie noch von den Beinen zu holen oder so. Um da noch ein Fall zu riskieren und das Tor zu verändern. Aber Zieler hatte da ebenfalls keine Chance. Meinst du, die mittlerweile oben an der Tabellenspitze gefestigt sind? Lange mittlerweile öfters unentschieden spielen. Ich glaube, dreimal jetzt. Ja, nicht in Serie, aber dreimal insgesamt unentschieden gespielt. Und wieder so ein Ball. Und Lasogga nimmt das sich ein. Das war kein Abseits. 2-0. 4 Minuten nach dem 1-0-Treffer macht der Lasogga sein zehntes Saisontor. Oh mein Gott. Und ich frage mich, warum geht der Lasogga nicht dahin? Der war nicht im Abseits. Und Zieler mal wieder keine Chance. Wenn die Hannoveraner so weiterspielen, dann merkt man auf jeden Fall an, dass sie da unten verdient drin stehen. Tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid zu sagen. Hannover ist nämlich für mich so ein Verein, der auf jeden Fall Euroleague spielen müsste. Obwohl bei der Konkurrenz bei mir hier in der Liga bei mir, ich glaube, da hätten sie nur den 10. Platz geholt, wenn dann. Aber solange die nicht absteigen, ist das ja okay. Trip. Verliert die Kugel nicht. Setzt sich da durch. Pocognoli mit einem super Pass auf Trip zurück. Aber die Abwehr passt auf und holt einen Einwurf raus. Diekmeier. Zimling. Baumgartlinger. Dann melden sich die Fans wieder. Parker weiß auch nicht immer so genau hin, wo mit dem Ball. Baumgartlinger. Zum ersten sieht er unten Plattenhardt, aber das war ein schlechter Schussversuch. Ich weiß auch nicht, was er da wollte. Ist einfach mal mit nach vorne gekommen. Auch mal schön zu sehen, dass ein Linksverteidiger sich da vorne einmischt. Der heute für Park drin ist, der mal eine Pause bekommen hat. Diekmeier. Ja, irgendwie auf Parker spielen, das bringt's nicht. Nicht die Hannoveraner-Taktik hier benutzen. Oh, das schöner Ball auf Sobiech. Der spielt auf Stindl und Rüdiger macht seine Sache einfach gut. Dafür habe ich ihn geholt. Für billig Geld, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher, wie teuer der war. Aber ich meine, mehr als 1 Million kann es ja nicht gewesen sein. Baumgartlinger, der macht wie gewohnt seinen Job. Das ist schön zu sehen von ihm. Lasogga mit einem komischen Pass, aber der funktioniert, der kommt an und das war weit. Das war zu weit. Da brauchst du gar nicht hingehen, Parker. Weiter Ball auf Parker war das. Der aber natürlich nicht ankam. Zieler mit einem weiten Abschluss. Die suchen nach Juve, aber der ist heute ausgeschaltet. Ich habe den bisher noch nicht einmal gesehen am Ball. Vorteil. Und Ginter, der mischt sich da jetzt auch mal ein. Rettet dann nochmal. Ecke Hannover. Grip. In der Mitte steht Sané. Rüdiger. Und Baumgartlinger, der hat das da im Endeffekt da nochmal gelöst. Oh, Fehler von der Hannover Abwehr. Konter jetzt. Was macht Mainz aus dem Konter? Okazaki. Okazaki! Und Zieler, der hält nochmal. Der beweist Zieler seine Klasse. Bei solchen Bällen. Diekmeier! Und Zieler ist wieder da. Also der Zieler, der hält aktuell Hannover von einem größeren Rückstand zurück. Der hält hier mal. Wenn der nicht da wäre, hätte es wahrscheinlich schon 4-5-0 gestanden. Aber das wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Plattenhardt gegen Stindl. Und Baumgartlinger kommt zu Hilfe und macht das da auch nochmal. So, Okazaki. Der sieht, dass der Baumgartlinger, der auf der Seite läuft. Das ist schön zu sehen, da. Die Jungs, die kennen sich da gut aus. Lasogga, der zieht einfach mal in die Mitte. Der kann draufhalten. Und Zieler schon wieder da. Younes mit der Ecke. Die kam gar nicht so schlecht. Rüdiger! Knapp drüber. Knapp drüber. Schade. Die Mainzer, die vergeben mir aber auch echt Torchancen wie ohne Ende. Na egal. 2-0 Führung und weiter ausbauen ist angesagt. Mich hinten reindrängen lassen.
Ja, okay, gegen Paris war schwer. Gegen Paris war es schwer, da kann ich verstehen, dass man da verloren hat im Endeffekt. Zwar nur 1-0. Bist ja eigentlich nicht mehr als ein Tor kassiert in der Champions League. Und ja, Halbzeit. Hannover 0, Mainz 2. Parkhaut hat sogar die beiden wieder im Sturm und dann treffen beide. Ist doch schön zu sehen. So ist das doch schön. So, wir gucken uns mal die anderen Halbzeitergebnisse an. Oder ich sage es jetzt eher nicht. Ihr könnt es ja sowieso sehen. Auf jeden Fall alle noch frisch. Alle noch frisch, denn im nächsten Spiel geht es gegen Chelsea. Die müssen dann auf jeden Fall gleich auch mal runter. Die brauchen eine Pause. Ich möchte schon, dass da die meisten Leute noch ein bisschen geschont werden, wie zum Beispiel einer Sogger, der da einen Younes gut gesehen hat. Ich habe dann nicht mitgerechnet, dass er nicht im Abseits war. Der sah mich abseitsverdächtig aus. Aber der kann ja nichts draus machen. Bisschen schade. Prip. Prip, der hat da viel Platz. Er kann da alleine laufen. Da sogar der rennt mit nach hinten und er kämpft sich die Kugel. Ist ja zu sehen von ihm. Aber wenn er das mal macht, ist das doch schön zu sehen. Dass auch mal ein Stürmer mit nach hinten geht. Und auch mal die Bälle da erobert. Ich glaube, jetzt will Hannover mal mehr mitmischen. Prip. Latko. Juve. Und Rüdiger. Macht das abgeklärt. Stindl. Bisschen weit auf ihn. Aber der konnte noch die Flanke bringen. Und da sogar der köpft einfach mal weg. Die Mainzer, die steht jetzt etwas weiter hinten drin. Die wollen aber das Ergebnis jetzt aktuell mal halten. Schmiedebach. Auf Natko. Okazaki, was machst du da? Und Diekmeyer, der da erstmal klärt. Erstmal den Ball da rausbringt. Auf Parker. Oben habe ich da jemanden gesehen. Und da lag ich auch gar nicht falsch. Na sogar. Mit einem Hechtsprung da. Krip. Schmiedebach. Juf. Oh, Fehler von Diekmeyer. Und Rüdiger, der macht das da wieder mal super. Der macht es heute souverän, seine Aufgabe. Parker. Younes. Schön gesehen auf Baumgartlinger. Und der hat es auch schön gesehen, aber knapp im Abseits war der Younes da. Sonst wäre er dann noch eventuell den Ball gekommen. Ja, okay, das war schon mehr als knapp. Hushti kommt jetzt rein für Prip. Der Wiederkehrer, würde ich sagen. Kam ja wieder zurück nach Hannover. Parker. Und Lasogga war im Abseits. Das habe ich gekommen sehen irgendwie. Ich weiß nicht, der war vorher mich nicht im Abseits. Ja, okay, da war der im Abseits. Ich wollte aber den Ball ja zu dem spielen. Das habe ich eigentlich fest geplant gehabt. Philippe mit dem Freistoß. Geht Richtung Sobiech. Der kommt aber niemals an, weil er einfach mal schlecht geschossen war, dieser Freistoß, der auch relativ weit weg war. Nicht mal mehr in der Mainzer Hälfte. Horn, der aktuell wieder mal kein Tor kassiert. Und das ist schon bemerkenswert. Drei Gegentore in einer Spielzeit, die echt unnormal ist. Sprich, in 15 bzw. jetzt in 16 Spielen nur drei Gegentore zu kassieren, ist echt krass. Wenn er heute wieder mal zu Null spielt, dann hat er schon die Marke aus dem letzten Jahr geknackt. Beziehungsweise erstmal wäre der dran. Der müsste noch einmal ohne Gegentor sein und dann hätte er es. Dann hätte er auch 17 Spiele gemacht und dann hätte er sogar, ich glaube, die Schnelligkeit des Rekordes da eingestellt. Rüdiger, Sobiech und Rüdiger, der macht das. Der macht das sicher und da kann ich mich auch auf den verlassen, mal bei diesem Spiel hier. Obwohl, man kann sich generell auf die Innenverteidiger hier verlassen. Younes, der ist weit vor Pocconioli, der kann flanken. Macht er auch und das Lasogga. Ach man, nimm noch deinen Kopf, nimm noch deinen Kopf. Aber ich glaube, dafür kam die Flanke zu tief. Rüdiger. Uns. Wir müssen gleich auf jeden Fall mal wechseln. Es geht so nämlich nicht weiter. Younes. Diekmeyer hinterläuft den mal. Ja, so doch nicht, aber der kann gut. Ball auf Parker. Xané. Gegen zwei. Flanke kommt da noch. Kriegt er noch hin. Lasogga, aber das war
Naja, aus der Drehung war das. Jetzt schoben wir die Leute erstmal. Wir bringen einen Shahin, würde ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal die Formation ändern. Ich möchte jetzt eigentlich nur mit einem Stürmer spielen. Ich möchte mal sehen, was der Shahin so alleine drauf hat. Dann spielen wir mal einen 4-2-3-1. Natürlich nicht so. Ich würde sagen, wir nehmen dann noch. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Ach, wir bringen mal Mali rein, genau. Für Parker. Jetzt schieben wir ihn dann in die Mitte und nehmen dann noch einen Meier mit rein. Und dann haben wir da erstmal die Wechsel gemacht. Da, die drei. Also ich glaube, hier gibt es nicht mehr nichts anderes als der Sieg für uns heute. Das ist klar. So, Lasogga verliert die Kugel. Sakai. Hat auch kein überragendes Spiel gemacht, der Junge. Subic auf Sakai. Wird das nochmal was? Wird das 2-1? Nein, abseits von Stindl. Ja, die Abseitsfalle mal wieder zugeschlagen. Boah, das war knapp. Das war knapp, das muss ich zugeben. Das war echt eng. Da gibt es Wechsel. Und die geilen Fans im Hintergrund mit einer richtig geilen Grafik. Müsst ihr aber verstehen, ich spiele das Ganze hier natürlich auf dem PC und nicht auf irgendeiner Next-Gen-Konsole. Dafür hätte ich mich überhaupt kein Aufnahmeprogramm. Okazaki. Auf Mali, der kann natürlich von so einer Position aufflanken. Und Shahin, der ist auch gute Kopfbällen. Und da ist er! Latte! Oh, da ist er! Nicht mal eine Minute auf dem Platz und dann haut er das Ding gegen die Latte. Ich hab's gerade eben sagen wollen. Ach du Scheiße. Was eine schöne Flagge von Mali. Und ein schöner Schussversuch von Zimling. Jetzt erstmal Ecke. Meier. Kann da sowas überhaupt? Ja, er kommt gut. Aber da kann kein Mainzer das ausnutzen. So, Juve ist jetzt alleine vorne. Der bringt das aber, glaube ich, nicht alleine nicht. Uschi auf Juve und Zimling. Der kann sowas natürlich auch. Bälle erobern. Bälle erobern. Sowas kann er natürlich auch. Sowas ist er eigentlich gewohnt. Direkt neben Baumgartlinger da. Jetzt macht er gerade mal den Rechtsverteidiger. Schön mal von Diekmeier. Unten ist Meier. Den sieht er auch. Wo ist Şahin in der Mitte? Der fehlt da jetzt. Bisschen lang gedauert da die ganze Sache. Baumgartlinger wäre fast hingefallen. So. Der schickt da Plattenhardt. Nochmal eine Flanke. Oh, was macht der Şahin denn da? Bisschen weit weg. Malia kämpft sich dann mal die Kugel. So. Ja, Kunan. Der kam gerade rein. Juf. Die Mainzer, die verteidigen das hinten super. Das kann man ihnen nicht lassen. Das ist einfach so. So, Şahin, der sich die Kugel natürlich auch erkämpfen kann. Ist aber eher der andere Stürmer. So, da oben ist Okazaki. Und den muss er eigentlich machen. Den muss er eigentlich machen. Das ist viel zu schwach von ihm gewesen, dieser Schuss. So, Schmiedebach. Nochmal alleine. Rüdiger hält ihn auf. Gut gemacht. Jetzt fehlt er natürlich hinten. Oh, Rüdes Foul. Das muss natürlich gelb geben. Gibt es gelb oder? Ne, gibt keine gelbe. Obwohl, ich glaube, Ginter war das, da von hinten kam. So, Schei nochmal. Und das war's. Mainz gewinnt auswärts gegen Hannover, gegen den Abschiedskandidaten. Und das durch Parker und Lasogga, die ich vorher natürlich noch mal reingebracht habe. Ich wollte, dass die beiden da zusammen spielen. Und das hat heute gut funktioniert, würde ich sagen. Die Chancenauswertung war halt natürlich Mangelware. 10 Schüsse aufs Tor und davon ging nur 2 rein. Das ist natürlich nicht gerade sehr toll. Okazaki hat eine super Leistung gelegt, so wie Plattner hat sich überhaupt nicht so gesehen. Parker, der war so Traum, der war super. Baumgartlinger natürlich überragend. Zimming habe ich ein bisschen von der Bewertung her, habe ich ein bisschen besser gesehen. Aber natürlich die Innenverteidiger, auf jeden Fall sticht da der Rüdiger heraus. Das ist haben wir heute auf jeden Fall auch gesehen. Gucken uns mal die Hannoveraner an von den Bewertungen her.
Ja, Sané mit einer 5,3, das ist natürlich nicht so gut. Und Stindl nur mit einer 4,5. Der wurde natürlich auch dann gerecht ausgewechselt. Das ist verständlich. Wir haben genau dasselbe System gespielt wie wir eigentlich auch. Wir haben ja dann später das System dann nochmal gewechselt, denn wir haben nur mit einem Stürmer gespielt. Aber sonst hatten wir genau dasselbe System und haben dann auch noch besser gespielt. Das ist klar. Zweikämpfe 24 gewonnen. Ja, die Schussgenauigkeit, die ist bei 71% auch gut. Glaube ich aber nicht. Schalke gewinnt 4-0 gegen Köln. Boah, knappes Spiel Bayern. 3-2 gewonnen. So, jetzt geht's erstmal gegen Chelsea. Wir haben aber vorher noch eine Nachricht von Frankreich. Ja, natürlich nehme ich das nicht an. Ich hab's privat mal gemacht, aber nicht bei dem 14er. Das war beim 13er, habe ich mit Frankreich gespielt. Nee. Dann würde ich Schweiz natürlich jetzt auch mal ablehnen. Ich habe ich gerade keinen Bock dazu. So, wo sind wir denn mittlerweile? Wir sind mittlerweile im November. Ende November sind wir schon. Das ist schön. Warum wird uns das jetzt angezeigt? Ich wollte da gar nicht hin. So. Jetzt geht's gegen Chelsea und dann gegen Dortmund. Das ist ja eigentlich bitter. Warum haben wir eine Nachricht bekommen? Auf jeden Fall Konstantin Rausch. Haben wir zu Ende geguckt. Obwohl, haben wir auch schon mal gesehen irgendwann mal. Ich glaube, das war in der letzten Folge. Ah, ich glaube, das war wieder mal so ein Fail. Jetzt haben wir wieder keine Pressekonferenz gehabt. Geil. Auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal für diese Folge. Oder, ne, wir gucken uns mal die Tabelle an, würde ich sagen. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Euroleague interessiert mich gerade überhaupt nicht. So, Bundesliga. 4 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Ja. Unten Köln und Kaiserslautern haben 5 Punkten jeweils. Und ja, sonst Gladbach und Hannover da weit unten. Wolfsburg für mich eigentlich überraschend auch. Wer ist denn hier so Überraschung da oben? Ich glaube Hamburg. Hamburg ist so die Überraschung da oben. Eher gesagt. Ich sehe mich ja eigentlich nicht als Überraschung. Nur 3 Gegentore kassiert und 25 geschossen. Mann, was ist für eine abgefuckte Scheiße ist das bitte? Na egal, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe. Wartet. Bevor ich das mache, gucken wir erstmal nach. Top-Torjäger. Hamšík. Aha. Aha. Okay, das war's jetzt mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und ja. Ciao.